Hallo. Hallo. Stabon. Was? 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 Hä? Stabon. Was? Hallo, meine Freunde, und willkommen wieder zu einer neuen Folge Starbound. Mit hey, warte doch auf ja, mich. Ja, geh rein, mach's kaputt, ich bin fast im Arsch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Oh, warte. Ja, erst reingucken. Nein. Doch. Ninja! War nix. Silber. Nö, ja. Fackeln, ne? Oder so. Kruppzeug. Abreißen hier. Oh, hier unten sind wieder... Die tragen alle Korsett. Meinst du vielleicht, das sind Zwinger? Und nee, die haben eine gute Figur. Ach so. Ja, die wollen eine gute Figur beim Sterben haben. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt hier noch... Dungeon! Sehr viel Sinn gemacht, dass ich hier eine Verbindung gesetzt habe. Ah, oh, da hast du wieder was gefunden, ja? Ich auch? Ja. Juhu! Und weiter geht's. Oh, ne. Ich brauche unbedingt eine Kupferspitzhacke. Guck mir so Höhen dann jetzt auch mal zukünftig an, nicht, dass wir da an Ärzten vorbeilatschen. Ja, ich gehe auch immer nur ein Stück runter jetzt. Ja, nicht jetzt ganz tief oder so, aber... Ja, außer es ist ein guter Kupfer halt. Ne? Dungeon. Und da ist aber eine Kiste zum Beispiel. Juhu, mach mal auf. Ja, lass mal erstmal hier durchbuddeln wieder. Tu es! Tu es! Tu es! Oh. Tu es! Was? Tu es! Oh, einen einhändigen Speer. Obwohl? Ne, ne, doch nicht. Hallo. Oh. Bist du tot? Ach, was leuchtet jetzt? Ist so geil. Ach, hast du so eine Leuchtekiste aufgemacht? Ja, ist ja voll cool. Hey, oh. Wie so einen dicken Pylonen da, weißt du? So einen dicken ja. Pillar. Den dicken Pillar? Hm. Hast du... Was? Ich hab einen dicken Pillar angefasst. Was? Was? Oh, Kupfer. Das ist natürlich, ja. Restepke. Boah, da Restepke. Oben. Ja, oh, ja, I can't resist, I must open this kist. Was? Boah, stirb doch. Bam. Ich finde, dieses Springen dieser Mobs macht das echt schwer. Geht. Ich bin jetzt nicht so episch und baue es einfach ab. Oh, Kupfer. Kupfer. Boah, Alter, was ist denn das hier? Guck mal. Ja, ich komme sofort. Moment. Ist das Silber oder ist das Titan? Das dürfte Silber sein. Hier ist nochmal jede Menge. Titan? Gibt's hier überhaupt Titan? Ups. Nee, das heißt nicht Titan, ne? Aber eine große Silber. Nee, Titan finden wir ja später. Ach, gibt's Titan, ja? Ja, ja. Aber das kommt erst. Ach, Asbach, Asbach. Ist ja eine kleine Höhle. Oh, mit jede Menge. Möpschen drinne. Ich bin auch in einer kleinen Höhle. Kann ich quasi gleich töten hier. Mit zwei Möpschen drinne. Ja. Was? Oh, da ist aber auch eine Menge bei dir, ne? Mhm. Da oben hängt ja auch noch Kohle, glaube ich, ja? Bam, 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 bam. Deswegen wollte ich ja da rein. Knallt weißt du? Erstmal alles weg. Erstmal alles anhauen. Ich bin ja Fisch, feuchte Grotten ziehen mich ja an. Boah. Was? Was denn? Ich hab grad gedacht wie du. So feuchte Grotten und so. Oh, also. Kupfer, Kupfer. Auf jeden Fall ist meine Kupfer. Eisenshacke ready, sag ich mal. HD ready oder? Nee. Pal ready. Alter, hier ist aber ordentlich viel Eisen. Ich brauch kein HD. Ich hab mal die blöde Picke da. Ich brauch kein HD. Ich hab noch Skat-Anschluss. Das noch abbauen und das noch und das hey. Noch. Wow! Okay,
Okay, Moment. Nee, da gehe ich nicht lang. Ich muss hier lang. Ach ja. Ja, das ist immer dieses Leidige an diesen Abbauspielen. Man ist nur am Abbau. Ja. Und am Sabbeln und. Aber ich genieße auch manchmal die Ruhe, wenn wir mal nichts sagen kurz. Ja, stimmt wohl. Ab und zu, ne? Ist das mal ganz gut. Einfach mal nichts sagen. Einfach mal die Klappe halten. Ja. Wenn man nichts zu sagen hat, ne? Stille genießen. Einfach mal Fresse halten. Einfach Fresse halten. Nichts. Reine Stille. Merkst du das? Einfach mal nichts. Hm. Nichts sagen. Na, man könnte jetzt auch einfach sprechen, aber man tut es halt einfach nicht. Ein Traum. Was? Was? Das erinnert mich an welchen Film war das denn nochmal? Hier von wegen, kennst du den Film dieser hier, der Wichser? Ja, habe ich mal gesehen. Da war das, glaube ich. Mit dem was? Nee, da steht er, glaube ich, mit dem Typen an so einem Bootssteg und sagt dann irgendwie von wegen, einfach mal nichts sagen. Labert die ganze Zeit von wegen nichts sagen. Deswegen meinte ich das auch gerade. Wo man sich dann denkt, jetzt halt doch endlich die Fresse. Einfach mal nichts sagen. Oh, ich habe hier wieder ein bisschen Silber gefunden. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Oh, serious. Oh, fantastic. Silber. Oh, yeah, geil. Uhu. Ich bin unter dir. Mhm. Weiß gar nicht, irgendwann müssten wir doch mal die Kiste hier umrundet haben. Das ist vielleicht ein etwas größerer Planet, ne? Weiß es ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht drauf geachtet am Anfang. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Ah, schon ganz schön viele Kisten auch gefunden, ne? Ja. Finde ich cool. Ich habe ein Yellow Dye gefunden, oder? Oh, episch. Das ist eben gelbe Farbe. Ja. Dye. Drei, oh, wow. Dye. Wie wird's geschrieben? Ja, wie wird's geschrieben? Wie wird's gesprochen? Dye? Dry? Ja. Also nicht die im Sinne von die ugly son of a bitch, sondern was? Stopp, du Luder. Diät oder was? Nee, keine Ahnung. Cola? Was? Pepsi Max. Kennst du Pepsi Max? Ja, aber ich mag das glaube ich nicht. Ich bin eher so der Coca-Cola-Junkie. Vor allen Dingen, ich mag das glaube ich nicht. Habe ich gerade gesagt, ja. Ich mag das, glaube ich. Ja. Echt? Ich glaube zu wissen, dass ich das eventuell nicht mögen tue. Ja, das hat den Hintergrund, dass ich fast außer Coca-Cola überhaupt keine andere Cola mag. Ich habe schon mit vielen Sorten probiert. Und doch, Afri-Cola zum Beispiel finde ich ja, ziemlich gut. Ja, mag ich auch nicht. Nee, echt nicht? Probiert. Echt nicht. Also Afri-Cola finde ich echt gut. Coca-Cola, das ist... Ja, Coca-Cola ist natürlich non-plus-ultra. Wir wollen jetzt eigentlich keine Werbung machen dafür, aber trotzdem. Tja, wir dürfen doch sagen, was wir trinken. Dass, wenn ich denn sterbe, mit Coca-Cola im Blut sterbe oder so. Naja, ich trinke nicht so viel Coca-Cola, weil das macht Glück. Oh, übertrieben. Ich kann, also so viel kann man gar nicht saufen, wie ich davon saufe. Nee. Aber nochmal zurück zu Pepsi Max, das trinkt's, Fragment trinkt's die ganze Zeit. Der steht ja okay. Auf das Zeug, also der steht auf das Zeug wie du auf Cola. Sollst du vielleicht erklären, wer denn jetzt dann Fragment ist? Weiß ja noch keiner. Weiß noch keiner? Ja, stimmt. In unserem Trailer seht ihr ja in der Rubrik Konsolengames das Fragment. Das ist auch einer unserer Gamers Division Leute, der jetzt in naher Zukunft irgendwann mal den Consolero raushängen lässt, weil er mit PC so gut wie nichts zu tun hat, aber im Konsolenzocken ein absoluter Junkie ist. Also das, was ich vom PC bin, ist eher von der Konsole, oder? Richtig. Aber noch schlimmer okay. Wie du. Der ist schlimmer. Also er sagte mal, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte, würde er sich freuen, dann könnte er mehr zocken. Na gut, ich bin ja auch schon alt geworden. Ja. Also, mal so sagen. Aber er ist auch nicht mehr so ein Jungspund. Heute knack ich nur noch. Früher war ich jung und knackig, heute knack ich, ne? Heute bin ich nur noch morsch. Nee, aber es wird ein bisschen wird's noch dauern. Bis dann mal die ersten. Links in die Höhle rein. Ich will da mal gucken. Die ersten Konsolen-Games kommen. Aber er ist auf jeden Fall schon ziemlich gespannt und sitzt auf heißen Kohlen. Aber die Technik macht's immer, ne? Die Technik. Das ist immer ein Problem der ganzen Technik.
Weil es ist ja nicht so leicht wie auf dem PC, mal kurz was runterladen, fertig. Außer was ich gehört habe mit der PlayStation 4. Hast du das auch gehört? Mit der PlayStation 4 brauchst du auch keine Aufnahmegeräte mehr. Die kann das auch so. Konsole habe ich absolut keine Ahnung, weil, ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich Konsole gezockt habe, war damals noch auf der PlayStation. Der PS2 besitze ich durchaus auch, aber sobald ich dann damals meinen PC quasi hatte und der auch vernünftig war und grafisch besser war als die PlayStation, habe ich nur noch PC-Spiele gespielt. Ja, also ich bin... Weil ich finde, die können dem Konsolen-Games einfach nicht das Wasser reichen. Ja, es wird ja immer auch gesagt, dass Konsolen halt besser sind als einige PCs und wird ja ein bisschen gehypt. Man darf das nicht falsch verstehen. Sie sind schon besser als einige PCs, ist klar. Da ist ja, aber nur für den Moment. Nur für den Moment, ja. Und man darf auch PC nicht... PC wird normalerweise immer besser sein, weil er einfach viel einfach nachgerüstet werden kann. Ja, richtig. Wenn das allerdings sich jetzt dann in Zukunft vielleicht mal ändert, so wie die das jetzt hier mit Steam vorhaben, da diese Steambox oder wie dieses Ding da heißt, da kann man ja wohl irgendwie tatsächlich dann auch ganz leicht dann die Grafikkarte irgendwie austauschen, irgendwie sowas habe ich da gehört. Aber ich bin einzelne, der Meinung, wie ich keine Ahnung habe. Ne? Einzelne, wie man soll man es nennen, einzelne Sätze sind da drin, ne? Man kann das dann so austauschen. Ich habe da so wenig Ahnung von, deswegen keine Ahnung. Ja, ich habe auch nur ein bisschen was über die Steambox gehört. Es ist natürlich interessant. Ist ja auch wenig bekannt, glaube ich. Ja. Interessant ist es auf jeden Fall, aber wenn sich das durchsetzt, wird es irgendwann kommen. So wie die Xbox, PlayStation hat sich ja auch durchgesetzt. Ne? Ich würde es mir nicht holen, definitiv nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bleib bei meinem PC. Ne, ich spiele nebenbei Konsole, muss ich sagen. Ich spiele nebenbei Konsole, aber... Hm. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles umrundet, weil hier sind überall Fackeln. Ja. Ah, sehr gut. Planet ist ready. Muss ich hier nur noch wieder hochkommen? Das hier noch. Hab ich da hier gedacht, das ist Reis? Da, okay, wir können auch Reis anbauen. Reis? Okay. Passt natürlich zu mir hier als asiatischer Fisch, ne? Was? Heilen. Heilen nicht vergessen, sonst sterbe ich wieder. So. Jetzt hier von Fackeln gesprochen? Ich sehe überhaupt nichts. Oh doch, wir haben es umrundet. Ja? Ja. Ah, hier kommen wieder Fackeln. Okay, Eiweiß, Eiweiß. Da hat er wieder welche gesammelt. Da haben wir ich bin wieder bei diesen, tatsächlich einmal mit Fackeln. Ich bin hier wieder an diesem Kloaken-Dings, also The Toilet of Doom. Achso, ja, dann wissen wir ja, was danach kommt. Ja, richtig, dann haben wir es umrundet. Dann ist Feierabend hier, also vorbei. Ja, zumindest der obere Teil. Ja, der obere Teil. Jetzt, haben wir ja aber jetzt haben wir den oberen Teil, denke ich mal, soweit durchgeguckt. Alles mit Fackeln bestückt. Wir können hier nachts halt auch ordentlich was machen. Ich würde auch sagen, wir können vielleicht auch, ich meine, das muss man jetzt nicht unbedingt, aber man kann hier irgendwann dann vielleicht auch mal eine Base drauf bauen. Ja klar, warum nicht? Das ist ein guter Planet, finde ich, ne? Also. Finde den auch cool. Also hier ist kein Gift, kein Magma. Die ganzen nervigen Dinge, die ihr noch nicht gesehen habt, sind hier alle nicht. Werdet ihr aber noch sehen. Ihr werdet uns noch heulen hören irgendwann. Ja. Oh, ich... Oh, nee, ich will gar nicht dran denken, ey. Wie oft ich am Anfang gestorben bin dadurch. Was ist denn das? Wasser? Grünes Wasser? Oh, sieht ja cool aus. Tot. Mhm. Was? Vor allem das Problem ist, dass auf einem Giftplaneten kann im Spiel auch regnen. Echt? Und auf einem Giftplaneten ist es meistens Säureregen. Boah. Dann musst du dich entweder irgendwo drunter stellen und oder... Ja, die Sachen können aber auch kaputt gehen. Ach, auch noch? Ja. Na, einbuddeln halt, ne? Ja. Das ist richtig beschissen. Ja, da sollte man nicht... beziehungsweise, wenn man da eine Basis baut, dann ist man einer von den harten Kerlen. Bist du jetzt schon nach oben? Ich weiß gar nicht, wo wir hier runterkommen. Nee, ich laufe hier nochmal ein Stück wieder nach rechts. Achso, ja, ich port mich jetzt einfach mal nach oben und guck, was wir so alles gesammelt haben. Mach das. Ich wollte nämlich nur nochmal ganz kurz hier die Fackelage zu Ende machen. Dass wir auch wirklich überall so gut wie möglich ausgeleuchtet haben. Ja, das haben wir. Da kommen nämlich die anderen Fackeln. Und dann komme ich auch hoch. Wir haben ziemlich viel gesammelt, muss ich sagen, ja? Ja. Dann können wir nämlich auch mal gucken, ob wir irgendwas... Das ganze Iron in den Ofen, das ganze Kupfer in den Ofen, dann kannst du dir nämlich auch mal eine Gold. Picke bauen, aber wahrscheinlich haben wir immer noch nicht genügend, um eine Rüstung zu bauen. Kupfer. Da noch eine Kiste hin. So viel Kupfer habe ich auch nicht gesammelt, muss ich sagen. Ja, ist nicht so viel, ne? Es ist gar nicht so viel. Ich dachte, es wäre jetzt mehr gewesen, ja? Also,
irgendwie? Ja, wir müssen uns wahrscheinlich nochmal runterbuddeln. Ja, würde ich auch sagen, dass wir das denn in den kommenden Ausflügen brauchst machen. Brauchst du dir jetzt dann mal eine vernünftige Pickel? Ach nee, das war ja Eisen. Ja, baue ich mir. Ich bin gleich soweit. Noch das Inventar hier wegpacken. Zum Crap hier. Probably Crap. Hier alles noch. Aber wir haben Eisen. Zeug hier. Also Eisen haben wir echt viel im Moment. Aber muss ich sagen, da können wir ja dann schon ja, sparen wenn wir für die Punkt Rüstung. Kommen, wo wir in Eisenrüstung umwandeln können, haben wir das schon mal. Zumindest. Aber ja, hergekommen. Zumindest. Ach, ich hab auch haben normalen wir das Reis im Inventar. Auch nicht verkehrt. Leis? Guck mal, in der richtigen Kiste habe ich so eine kleine Hightech-Kiste gemacht. Das war mal ein bisschen trennen, weißt du? Ja. Also ich könnte mir nochmal mit dem Restkupfer, was wir haben, einmal Schuhe herstellen. Nee, spar dir das und bau die Brust erst. Ah ja, stimmt. Brust und Kopf hast du gesagt, ne? Ja. Erst Brust, dann Kopf. Und den Schuhe. Alles klar, das heißt, wir werden in der nächsten Folge dann runtergehen. Oh, ich freue mich. Sollen wir noch Tschüss sagen? Was? Was? Okay, tschüss. Ciao, ciao.